Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der Borussia Mönchengladbach-Kehr und heute starten wir rein mit der Bundesliga. In der letzten Folge haben wir uns zwei neue Spieler geholt. Die Folge gibt es hier oben nochmal verlinkt. Danke für die ganzen Aufrufe generell auf die letzten Folgen und an alle neuen Abonnenten, die jetzt dazugekommen sind. Wir stehen tatsächlich schon kurz vor den 300 jetzt. Vielen, vielen Dank und wir starten, wie gesagt, rein mit der Bundesliga und zwar direkt mit dem Match gegen Augsburg, was wir hier schon sehen. Und in der letzten Folge haben wir die Folge ja mit dem Supercup gegen Leverkusen beendet und da waren jetzt leider nur zwei Tage Pause, dass unser Team jetzt einfach, ja, unmöglich, dass wir mit dem hier spielen. Bis auf Sommer hier wirklich niemand bei halbwegs guter Energie. Also ich kann unmöglich mit denen hier spielen. Deshalb habe ich hier diese Elf jetzt zurechtgelegt. Und zwar mit Robinson links, hinten Elvedi und Stark in der Innenverteidigung. Bayer auf rechts, hinten Kone und Tosar im Mittelfeld. Stindl im offensiven Mittelfeld. Kubo auf links, Benesch auf rechts und Luke Bacchio als Stürmer. Das ist jetzt gar nicht mal so schlecht für das, dass wir wirklich jeden hier austauschen mussten. Und ja, damit müssen wir jetzt direkt reingehen zum Starterfolg und natürlich erwartet uns dann heute noch das Topspiel, habt ihr wahrscheinlich schon am Titel oder so gesehen, und zwar gegen die Bayern, gegen die wir in der letzten Folge mal wieder verloren haben. Das gibt es heute dann noch, Derby gegen Leverkusen auch noch, gegen Frankfurt auch noch und den Rest, den seht ihr hier sowieso schon. Champions League müsste dann auch noch irgendwie dazukommen. Wir legen los, gehen jetzt erstmal rein gegen Augsburg. So, erster Bundesliga-Spieltag hier, wie gesagt, mit komplett veränderter Aufstellung, nur Sommer hier, der einzige Stammspieler, der hier heute von Beginn an spielt. Es ging leider nicht anders, ihr habt die Energie gesehen. Und ja, gegen Augsburg, da haben wir zumindest jetzt keinen allzu schweren Gegner erwischt. Da hoffe ich doch zumindest, hier irgendwie diese drei Punkte mitzunehmen. Let's go. Und vielleicht ist das hier die Möglichkeit. Luke Bacchio 1:0. Schön gemacht, der Pass durch auf Luke Bacchio. Und der ist wahrscheinlich auch hier der beste Mann hier bei unserer, ja, verstellten Elfe. Jetzt hat er schon oft in der letzten Saison getroffen. Und hier macht er das Ganze dann hier auch als Backup-Stürmer. Genauso muss das sein. Erster Treffer hier in dieser Saison. Wir sehen es hier. Kone, der ausgeliehen war letzte Saison, spielt hier jetzt mal von Beginn an. Spielt die Vorlage dann nochmal rüber. Und dann starker Abschluss von Luke Bacchio. Bringt uns hier in Führung. Ganz, ganz wichtig hier. Das 2:0 kommt hoffentlich auch noch. Ich gehe erst dann zurück in die Simulation. Und das sieht gut aus. Luke Bacchio hier schon wieder alleine vor dem Tor. Und jetzt macht er hier auch noch das zweite Ding rein. 2:0 Doppelpack Luke Bacchio innerhalb von 11 Minuten. Gehen wir hier mit 2:0 in Führung gegen Augsburg. Jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal die... Wir springen zum Endergebnis. Das muss beim 2:0 bleiben. Das werden wir nicht mehr aus der Hand geben. Perfekt. 2:0 hier direkt. Also das hätte ich mir echt wesentlich schwieriger vorgestellt. Und die Bayern spielen direkt unentschieden gegen Leipzig. Haben wir hier schon gesehen. War natürlich auch ein starker Gegner, aber trotzdem schon mal hier erstmal die Tabellenführung. Das ist wichtig. Im ersten Match also schon mal 3 Punkte mitgenommen. Das zweite Match, das machen wir auch nochmal direkt schnell hinterher. Das mache ich jetzt mit der Schnellsimulation, denn jetzt sind hier alle bei voller Energie. Das muss hier zu Hause ein Sieg werden. Also... da gehe ich mal ins Risiko und wir holen hoffentlich hier die nächsten 3 Punkte. Es ist der Knappe, aber es ist der 2:1 wichtige. 6 Punkte direkt mal aus den ersten beiden Spielen. Und jetzt schauen wir nochmal schnell auf die Transferliste. Die Bayern gewinnen leider, Dortmund hat aber verloren, habe ich auch gesehen. Und ja, Transfers schauen wir uns jetzt gleich an, denn unsere zweite Elf, die ist noch nicht ganz perfekt. Mit der haben wir jetzt eben das erste Match vorhin gemacht und das seht ihr. Ja, ist das vorne im Sturm gar nicht mal so schlecht, beziehungsweise in der Offensive, aber dann hinten rechts. Bayer hat nur eine 72, die hat sich leider nicht ganz so weiterentwickelt. Entwickelt habe ich aber auch eher selten gespielt, das war wahrscheinlich der Fehler. Und Kone, der ja war jetzt letzte Saison ausgeliehen im Mittelfeld 73, ich denke, da geht noch was Besseres, also Rechtsverteidiger und zentrales Mittelfeld, da werden wir uns jetzt noch verstärken. Als Rechtsverteidiger habe ich hier dann noch Dodo, der ist 23, hat ziemlich gute Werte, wäre wahrscheinlich aber schon fast zu teuer, muss ich mal schauen, ob sich das ausgeht. Oder sonst Fosu Mensah, der wurde auch schon ziemlich oft vorgeschlagen und von dem her, vielleicht passt das jetzt gut, dass wir uns den jetzt mal holen als Rechtsverteidiger-Backup. So, 25% Weiterverkaufsgebühr mit 15 Millionen und das Ganze wird nicht angenommen. Sie wollen 19, aber das könnte sich dann knapp ausgehen, wenn wir den hier für 16 oder so dann bekommen. Versuchen wir es damit nochmal. 18 Millionen. Wir haben 90.000 da noch fürs Gehalt übrig und wir wollen noch einen Mittelfeldspieler ausleihen. Da brauchen wir natürlich auch dann nochmal Gehalt für. Das könnte echt hier eng werden. Sonst 17,5. Und da kommen wir langsam hin, ja, 17-7, wir nehmen das hier jetzt an, Fosu Mensah, der wird, denke ich, schon richtig stark sein als Rechtsverteidiger-Backup, von dem her, ja, wir gehen da jetzt rein, holen uns den. Ich hoffe, das Gehalt reicht hier jetzt, das ist immer richtig schwer einzuschätzen, es ist ein faires Angebot, let's go, wir haben uns damit hier als Rechtsverteidiger Fosu Mensah geholt, das Backup, jetzt bin ich mal gespannt, was der hier für ein Rating jetzt hat. Der wurde, wie gesagt, immer wieder mal vorgeschlagen, vielen Dank auf jeden Fall für den Vorschlag, denn jetzt haben wir uns ihn endlich mal geholt, der hat ein 77er Rating, das ist echt nicht schlecht hier, passt hier gut rein und jetzt holen wir uns hier noch jemanden raus, den wir hier statt Kone dann im Mittelfeld spielen können. Ich habe jetzt nochmal eine ordentliche Menge an Spielern rausgesucht, ich hoffe, dass
irgendjemand von denen sich hier ausleihen lässt. Am besten wäre natürlich hier Weston McKennie, der hat schon mal Bundesliga gespielt. Schade, das klappt nicht. Dann wurde hier Madueke vorgeschlagen hier. Der, ja, wäre dann rechtes Mittelfeld gewesen, dann hätte ich Kubo als Mittelfeld spielen können, das wäre eine Option gewesen, aber der lässt sich ja leider auch nicht ausleihen und zum Kaufen haben wir halt kein Geld mehr. Florentino dann hier, der geht auch nicht. So, dann wären wir hier bei Lanes angelangt, der geht auch nicht. Nunes geht auch nicht. So, der nächste hier, der geht auch nicht, das wird hier echt schwierig. So, da habe ich jetzt echt ein bisschen Hoffnung, weil der halt schon bei Tottenham spielt, auch der lässt sich nicht ausleihen. Ich glaube, da muss ich nochmal ein paar Spieler raussuchen, das gibt es doch nicht. Da lässt sich niemand ausleihen hier, die sind dann auch alle leider ja bei zu schwachen Vereinen. Hier vielleicht Sporting, auch die lassen den hier nicht ausleihen. Das gibt's doch nicht. Ich finde hier keinen Spieler, der sich ausleihen lässt. Vielleicht schaue ich sonst mal bei freie Spieler. Und jetzt habe ich hier einfach mal bei freie Spieler reingeschaut und auf einmal finde ich hier Amate. Der spielt bei Leicester City, glaube ich, aktuell oder so, zumindest ist der dort irgendwie unter Vertrag. Der ist hier einfach bei freie Spieler und der hat sicher so ein ja, 74er Rating oder was und kann auch zentral defensives Mittelfeld spielen. Das habe ich gerade gesehen. Den suche ich mir auf jeden Fall definitiv mal raus. Das wäre es natürlich hier, wenn wir hier ohne Bezahlen sogar jemanden fest verpflichten können. Ich wollte hier einfach mal reinschauen, zufällig bei freie Spieler. So, jetzt habe ich hier nochmal freie Spieler und auch die Leihliste durchsucht und dann habe ich hier nochmal folgende drei Spieler gefunden. Einmal hier, ja, das wäre einfach nur ein ja, Linksverteidiger, nochmal ein Backup, den brauchen wir nicht unbedingt. Der hatte jetzt keine schlechten Werte und der wäre halt auf der Leihliste gewesen. Sonst war jetzt niemand auf der Leihliste, der wirklich gut war. Wie gesagt, Amati habe ich einfach bei den freien Spielern gefunden. Das heißt, den holen wir uns jetzt direkt mal dann. Und dann, falls wir noch Geld übrig haben, noch einen Backup-Torhüter. Den habe ich dann auch hier auf der Leihliste gefunden. Ja, weil wir halt gar keinen Backup-Torhüter haben, aber brauchen wir eigentlich eh nicht, solange Sommer fit ist. So, und jetzt holen wir uns einfach Amati. Und perfekt, jetzt schlägt hier sogar er das Geld vor. Das heißt, dann brauche ich dann, ja, kann ich eigentlich gar nichts falsch machen jetzt. Und das reicht auch. Den Bonus, den würde ich sagen, entfernen wir einfach. Dann hoffe ich, dass das einfach mal trotzdem reicht. Und tatsächlich wird das Ganze angenommen. Let's go. Wir haben uns hier einfach Amati gratis geholt, ohne Ausleihe, weil er einfach bei den freien Spielern war. Jetzt bin ich mal echt gespannt, was der für ein Rating hat. Der kann normal nicht so schlecht sein. Der spielt, glaube ich, bei Leicester. Also, der hat einfach ein 76er Rating. Den haben wir uns hier gerade gratis geholt. Das gibt's doch nicht. Ich habe zufällig reingeschaut bei den freien Spielern. Das war ja hier wirklich mal perfekt. Und ja, das heißt, Yilmaz, den brauchen wir dann so oder so nicht mehr, weil wir haben jetzt nur noch 9000 übrig, das heißt, ja, den können wir uns ja auch nicht holen, weil 9000 Gehalt ist einfach zu wenig, wahrscheinlich, wenn er hier schon bei Paris spielt. Hier rechts sehen wir die Champions League Auslosung und unsere Gruppe, die ist hier mit der Roma, mit Monaco und mit Dynamo Kiew. Da sollte man auf jeden Fall, denke ich, mal weiterkommen. Roma und Monaco, das ja, könnte durchaus eng werden dann zwischen den beiden. Aber ich denke, wir sollten das erste noch schon natürlich klar weiterkommen dann. So, jetzt hier das Match gegen Freiburg auswärts. Und Embolo macht er hier das 1-0. Let's go, Embolo mit dem nächsten Treffer hier, beziehungsweise ja mit seinem ersten Treffer. Im ersten Spiel hat er ja gar nicht gespielt. Und das zweite, da weiß ich nicht, wer dort die Treffer gemacht hat. Und Embolo, da ist er schon wieder. Doppelpack von ihm, 2-0, noch nur 20 Minuten. Wir springen zum Ende, gehen es 3-1, dann ganz, ganz wichtig hier die nächsten Punkte. Und Dortmund spielt schon wieder unentschieden, wieder gegen Leipzig. Jetzt gibt es hier normalerweise erstmal die Länderspielpause und sollten wir nicht jemanden verkaufen, geht es dann auch direkt weiter jetzt dann mit dem nächsten Bundesliga-Match. Und tatsächlich kommt jetzt noch ein Angebot rein und zwar für Paulsen hier, der ja ein 70er Rating hat, den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Das nehmen wir sofort an, dann bekommen wir noch ein bisschen Geld rein und können uns tatsächlich dann vielleicht noch einen Backup-Torhüter ausleihen. Wir probieren es dann direkt mit dem hier, der war auf der Leihliste, von dem her lässt sich der natürlich hier direkt ausleihen und das Geld muss hier jetzt locker reichen, um sein Gehalt zu bezahlen. Tatsächlich hätte das vorher auch schon gereicht, denn wir zahlen nur 5000 hier für ihn, da wäre dann vielleicht sogar noch fast besserer drinnen gewesen. Aber Sommer, solange er nicht verletzt ist, haben wir so oder so kein Problem. Diesen Torhüter, den wir uns ausleihen wollten, hat leider seine Leihe abgelehnt. Jetzt sehe ich hier aber bei unserer Jugendmannschaft, da habe ich ja wirklich gar keine Zeit investiert, mehr oder weniger in dieser Karriere. Da wird sicher auch nochmal eine Karriere geben, wo wir noch mehr auf Jugendarbeiten zu gehen. Aber wenn wir hier nur ein paar Saisonen spielen, dann ja zahlt sich das hier fast nicht aus. Deswegen sagen wir einfach bei dem Torwart hier jetzt zum Profi befördern, dann haben wir zumindest da noch irgendjemanden, ja, einen Backup-Torhüter. Aber wie gesagt, solange sich Sommer nicht verletzt, spielt das keine Rolle. Jetzt gibt es hier das Derby gegen Leverkusen, in der letzten Folge gewonnen, den Supercup gegen Leverkusen. Mal schauen, was hier jetzt machbar ist. Wir gehen direkt rein. In der letzten Folge, wie gesagt, den Supercup gewonnen gegen Leverkusen und jetzt hoffen wir doch hier auch wieder auf 3 Punkte. Leverkusen macht aber dann das 1-0 hier nach 15 Minuten. War einfach nicht gut verteidigt, würde ich sagen. Hier bin ich dann direkt draufgegangen auf Belli, der dreht sich dann nochmal und dann kommen sie einfach in der Mitte dafür durch.
Dele Alli macht den Treffer für Leverkusen, Rückstand hier, aber wir waren noch im Supercup hinten, haben das dann am Ende ja noch gedreht. Also Brandt und Aouar gefallen mir bisher echt nicht so wirklich, die werde ich wieder tauschen, ich denke, da klappt das dann vielleicht besser. Und damit weiter jetzt hier, 30 Minuten um, wir sind in Rückstand und vor allem kommt wenig, der Rückstand, der wäre halb so schlimm, aber wir haben halt wirklich gar keine Möglichkeiten bisher und Leverkusen geht hier schon auf den zweiten Treffer, jetzt hier Ginter, da kriegen wir hier den Ball. Das verteidigen wir erstmal eigentlich recht gut, das dann aber nicht. Ein Schritt in die falsche Richtung und plötzlich führt Leverkusen ja 2:0. Hier zuerst noch gut gemacht mit Ginter, aber dann gehe ich hier rüber und lasse in der Mitte alles offen. Das läuft bisher überhaupt nicht gut und das ist verdient für Leverkusen. Es kommt wirklich nichts von uns und hinten machen wir das auch nicht gut. So, Saka jetzt hier auf dem rechten Flügel. Was machen wir da raus? Der Pass nochmal in die Mitte, das war nicht schlecht. Aber hätte dann einfach direkt irgendwie aufs Tor bringen müssen. Und Leverkusen macht richtig gut weiter hier in der zweiten Halbzeit. Bailey da mit einer gefährlichen Flanke. Nur nicht jetzt das 3:0 kriegen. Ich würde so gerne hier nochmal zurückkommen ins Match. So, 60. Minute. Jetzt muss hier echt mehr kommen. Nach vorne damit und jetzt schicken wir hier Brandt erstmal. Brandt nochmal nach vorne direkt auf Embolo. Embolo mit der Drehung perfekt gemacht eigentlich und das war dann leider gar nichts. So, jetzt hier der Pass auf Embolo. Nochmal in die Mitte. Embolo, der muss ins Tor, der muss ins Tor. 2:1, 78. Was geht hier jetzt noch? Was geht hier noch? Zumindest den Punkt hier irgendwie holen. Aua und Embolo kriegt den Pass. Embolo mit dem Abschluss, Embolo mit dem Ausgleich, 86. Das ist zumindest mal der Punkt, aber 3 Punkte wären natürlich nochmal viel mehr wert. Deswegen gehen wir da direkt weiter auf den nächsten Treffer. So, jetzt kriegen wir hier nochmal den Einwurf, aber wir sind schon in der letzten Minute. Wir kommen hier wohl nicht mehr wirklich zum Ball und jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt müssen wir richtig aufpassen, dass wir hier nicht nochmal den Treffer kriegen. Ja, es wird dann das Unentschieden werden. Das war dann leider ein Stück zu spät. Ja, das war's. 2:2, ja, muss ich noch mit zufrieden sein am Ende dann. Und auch generell war da nicht mehr drin, da hatten wir einfach zu wenig Möglichkeiten über das ganze Spiel, erst wirklich jetzt in den letzten Minuten. Wir sehen jetzt ja 5:5 dann am Ende von den Torschüssen, von dem her war es dann ein gerechtes Unentschieden, trotzdem schade, da wäre natürlich ein Sieg machbar gewesen, vor allem zu Hause, aber gut, jetzt werfen wir einen Blick auf die Tabelle, dann gibt es noch das Frankfurt-Match und dann noch das Bayern-Match heute am Ende der Folge. Champions League werden wir, denke ich, simulieren. In der Champions League gehe ich ein bisschen ins Risiko und zwar gehen wir da einfach mal rein mit der Schnellsimulation und zwar mit der zweiten Elf. Das wäre natürlich hier was hier, 3 Punkte mitzunehmen und das ist tatsächlich 3 Punkte mit der zweiten Elf in der Simulation, das ist nicht schlecht. Das heißt, für uns geht es jetzt rein gegen Frankfurt, wir sind tatsächlich trotzdem hier Tabellenführer. Schalke hat 9 Punkte, Hoffenheim mit 10 Punkten auch noch gut dabei und die Bayern, die sehen wir hier gar nicht. Das heißt, wir machen jetzt erstmal das Frankfurt-Match und dann werden wir gleich mal schauen, wo die Bayern stehen und Dortmund auch. Irgendwo mitten in der Tabelle anscheinend. Wir gehen rein in die erste Möglichkeit vielleicht hier von uns. Wir sind zwar hier erst auf der Mittellinie, aber das könnte gefährlich werden mit Embolo, wenn wir hier durchkommen, wenn wir Brandt vielleicht mitnehmen. Brandt vielleicht mal mit dem Abschluss, schade. Ich spiele erstmal hier ein Stück jetzt. Was war hier gerade los? Warum war Sommer hier irgendwo mitten am Feld gerade? Zum Glück ist das hier nicht das 1:0 für Frankfurt. Was war hier gerade los? Ich habe Sommer nicht rausgeholt. Der war auf einmal hier mitten auf dem Platz. Und generell waren wir da gerade richtig offensiv. Ich habe echt da nichts gemacht. Und jetzt Leimer klärt auf der Linie. Und jetzt klären wir hier nochmal. Aber noch immer nicht ganz geklärt das Ganze. Jetzt, das sieht doch mal gut aus hier. Und jetzt direkt rein in den Konter. Mit Brandt und mit Embolo, dann schade, das war nicht gut von Brandt. Eine Möglichkeit kriegen wir hier aber vielleicht noch mit Brandt und mit Saka, der hier den Ball kriegt und den Abschluss kriegt er auch noch hin. 1:0 hier vor der Halbzeit, noch 44. gerade nochmal so irgendwie den Fuß dahin bekommen zum Ball, dass er das Ding reinmacht und Brandt mit der Vorlage, das ist auch schon mal wichtig. Bisher, wie gesagt, war Brandt echt nicht so ganz hier in den Matches drinnen, aber in dem gefällt er mir echt schon mal besser in dem Match hier und das 1:0 dann hier von Saka. Und damit, ja, können wir jetzt entspannt in die zweite Halbzeit gehen. Und Sommer mit einer ganz starken Parade hier. Und jetzt führen wir immer noch hier. Jetzt führen wir nicht mehr. Es musste irgendwie passieren. Das war bisher keine gute zweite Halbzeit. Vorne haben wir aus unserer Möglichkeit nichts gemacht. Und dann ja, kann uns auch nicht jedes Mal hier Sommer retten. Im zweiten hat er den ja leider nicht mehr. Und jetzt steht es hier unentschieden und das ist verdient für Frankfurt. Schwache zweite Halbzeit, jetzt müssen wir wieder treffen. Und nochmal dann hier Leimer auf der rechten Seite. Nochmal Aouar. Was ist denn hier jetzt los? Die Pässe kommen gar nicht mehr an hier. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier jetzt nicht in Rückstand geraten. Und jetzt muss uns hier Sommer retten. Jetzt muss uns hier Sommer retten. Das gibt's doch nicht. Jetzt sind wir hier in Rückstand.
Das läuft hier wirklich ganz, ganz schlecht hier, diese zweite Halbzeit. Da waren wir viel zu offensiv, dann war ja da alles frei hinten und dann ja, war nur noch die Frage, ob Sommer den noch halten kann. Was ist hier denn jetzt los? Und dann ist es auch noch das 3:1. Das kann doch jetzt nicht sein, da verspielen wir dieses Match aber sowas von innerhalb von 10, 20 Minuten hier. Ganz schwach hier, wie ich hier mit, ja, ich glaube es war mit Ginter, wie ich da einfach drauf gehe, aber völlig weit weg bin vom Gegner. Also das war wirklich absolut schwach hier jetzt und das gibt's doch nicht. Hier nochmal Punkte abgeben, nach einer Führung vor allem. Das ist extrem ärgerlich. Das gibt's nicht. Jetzt geht hier gar nichts mehr. Wir verlieren jeden Ball. Kein Pass kommt an. Und das hier jetzt vor dem Bayern-Match. Wenn wir so gegen die Bayern spielen, dann wird das wieder ein 6:0 oder so. Da passt du auf Brandt. Das wäre so wichtig. Brandt zu weit vorgelegt. Nein, zum Glück nicht. Ich dachte schon, dass wir uns den zu weit vorgelegt haben. Wichtig. 3:2. Nächster Ball gewinnen. Direkt hier mit Kubo und mit Brandt. Und Brandt mit dem... Nicht mit dem Doppelpack, das gibt's doch nicht. Der geht neben das Tor, den habe ich schon im Tor gesehen. Das wäre der Doppelpack von Brandt direkt gewesen, mit der Vorlage auch nochmal. Und der war relativ weit sogar neben das Tor. 84. Und ein Bolo und der ist im Tor. Was war das hier für eine Vorarbeit von Kubo? Stark gemacht, aber es wird dann wohl wieder am Ende leider nur das Unentschieden werden. Wir sind schon in der letzten Minute hier. Und da kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr hier den Ball. Das war's. Noch immer nicht hier. Warum wird hier nicht abgepfiffen? Nicht, dass hier Frankfurt nochmal kommt. Gut, ja, es ist das Unentschieden am Ende dran. Das ist eigentlich zu wenig für das, was wir gerade vorhin schon Unentschieden gespielt haben. Aber wieder dann am Ende nochmal, noch ein wichtiger Treffer zumindest, dass wir zumindest nochmal, ja, wieder halt einen Punkt mitnehmen. Es ist natürlich kein schlechter Gegner gewesen, aber wir müssen das jetzt eigentlich nutzen, dass die Bayern einen schlechten Saisonstart gehabt haben, weil die werden dann am Ende wahrscheinlich wieder alles gewinnen. Und jetzt gibt es das Match gegen die Bayern. Hier dürfen wir nur nicht verlieren, das ist jetzt das Wichtigste. Hier würde ein Unentschieden auch in Ordnung gehen. Und wir haben jetzt hier folgenden Tabellenstand. 11 Punkte für uns, wir sind damit auf dem 3. Platz, Hoffenheim mit 13 auf dem 1. Platz. Dazwischen ist es dann relativ eng und dann auf dem 9. und 10. Platz mit jeweils 7 Punkten sind dann Dortmund und Bayern. Das heißt, wenn wir hier jetzt Unentschieden spielen sollten, dann ja bleiben wir sowieso vor den Bayern. Selbst wenn wir verlieren, bleiben wir auch vor den Bayern. Aber wie gesagt, am Ende der Saison werden dann die Bayern wahrscheinlich wieder dann ja 10 Matches oder so hintereinander gewinnen. Das wird noch kommen und von dem her, jeder Punkt Vorsprung auf die Bayern ist hier jetzt wertvoll. Damit rein mit voller Energie mit der ersten Elf. Let's go. Das letzte Match für heute. Das Wichtigste auch in dieser Folge. Und ich bin jetzt echt richtig motiviert auf dieses Spiel. Wir haben insgesamt, glaube ich, 5 oder 6 Mal gegen die Bayern gespielt. Einmal davon haben wir gewonnen, einmal unentschieden gespielt. Den Rest haben wir wirklich immer ganz klar dann verloren und unter anderem 5:0 waren da dabei, 4:1 oder sowas. Also ja, das kann hier echt in alle Richtungen jetzt gehen. Aber dadurch, dass die Bayern ja schon Punkte liegen gelassen haben, bin ich da jetzt erstmal zuversichtlich, dass hier vielleicht sogar ein Sieg machbar ist. Vielleicht hier mit Saka direkt, schade. Und die kommen schon wieder direkt durch, das gibt's doch nicht. Da ist immer so viel Platz dann gegen die Bayern. Ich weiß nicht, was wir hier falsch machen, dann ist es Goretzka und wir sind schon wieder in Rückstand gegen die Bayern. Das kann doch hier nicht sein. Lewandowski und dann irgendwie macht er hier, ja, läuft er von ganz hinten durch. Das gibt's doch nicht, dass das so viel Platz ist jedes Mal. Ich mache nichts anders als in den anderen Spielen, wobei wir heute ja generell defensiv ein bisschen anfällig waren. Gegen Frankfurt 3 bekommen, gegen Leverkusen 2 bekommen. Das war richtig stark gemacht und es ist nicht der Treffer. Das gibt's nicht. Neuer ist dann wieder am Start, der hält auch wirklich jedes Mal. Das gibt's nicht. Was war hier denn jetzt los? Das sah halt wirklich nicht gut aus in der Defensive. Hier die Flanke und dann kommt Sommer raus und wehrt den halt irgendwie genau zu Lewandowski ab. Und dann sind wir tatsächlich nochmal mit 2:0 hier jetzt hinten. Und natürlich, Luis Alberto, ich hab's gesagt, der trifft in jedem Match gegen uns. Das kann nicht sein. Warum können wir nicht einmal gegen die Bayern zumindest hier ein gutes Match machen, mit dem ich dann echt am Ende zufrieden bin? Einmal, wie gesagt, gewonnen, aber sonst war das immer eine absolute Katastrophe. Das gibt's doch nicht. Jetzt müssen wir hier ein 2:0 aufholen. Generell die heutige Folge, die ist echt nicht gut von den Matches. Und der Ball ist im Tor. Ein Bolus setzt sich da gut durch im Zweikampf. Genauso muss das sein. 48. Let's go. Und falls ihr euch fragt, warum die Torhymne vielleicht ein bisschen leiser eingespielt ist, dann liegt das daran, dass ich tatsächlich in den letzten 2 Videos ja immer Copyright Strikes gekriegt habe, weil ich das zu laut eingespielt habe. Also ja, das nur noch zur Info jetzt, falls es euch vielleicht ein bisschen leiser vorgekommen ist. Und das ist der Treffer. Ah, was heute für den Ausgleich. 62. Drehen wir das Ding hier noch. Wir waren heute gegen Leverkusen schon knapp dran, 2:0 zu drehen. Und jetzt haben wir aber noch richtig lange Zeit. Starker Abschluss vom Pfosten rein. Und jetzt haben wir noch 30 Minuten fast hier. Freistoß für die Bayern habe ich erstmal kein Problem mit, denn
Gerade vorhin haben wir diesen Treffer nach einem Freistoß gemacht, nachdem wir den Ball gewonnen haben und nachdem wir dann gekontert haben. Und jetzt verteidigen wir das aber nicht und wir kriegen den Treffer. Wir sind wieder in Rückstand. So hätte ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Ballgewinn und dann Konter und dann wären wir in Führung vielleicht gewesen. Und jetzt sind wir wieder in Rückstand. So, nächster Freistoß hier für die Bayern. Ich kann hier nur auf einen Ballgewinn und auf einen Konter hoffen. Und nicht auf noch einen Treffer. Das gibt's doch nicht. Jetzt machen die zwei Treffer hier nach Freistößen. Wie gesagt, wir hatten sie jetzt gut unter Kontrolle. Und dann machen die einfach zwei Treffer nach Freistößen. Viel zu frei, wie hier Insigne steht. Und dann verlieren wir ja wohl zu Hause. Jetzt müssen wir wieder zwei Treffer in den letzten 10 Minuten machen. Ne? Wenn wir einfach nur gegen die anderen beiden zumindest dann gewonnen hätten, dann wäre das ja jetzt auch halb so schlimm. Aber Unentschieden gegen Frankfurt, Unentschieden gegen Leverkusen und Niederlage gegen die Bayern mal wieder. Zum 6. oder 7. Mal schon, ich weiß es nicht. Wir sind leider nur noch auf Platz 6 jetzt mit 11 Punkten. Es geht sogar klar, 3 Punkte Rückstand auf den ersten für das, was wir echt schwach gespielt haben. Aber wir hätten halt hier echt jetzt deutlicher Tabellenführer schon sein können. Und das ist es dann jetzt leider nicht. Die Bayern, die sind eben einen Punkt jetzt hinter uns. Das war's von der Folge. Trotzdem gerne ein Like oder ein Abo da lassen, falls ihr es nicht gemacht habt. Gerne Glocke aktivieren für die nächste Folge. Die gibt es wie immer am Mittwoch um 18 Uhr. Dort hoffentlich mit ein paar mehr Siegen. Und bis dahin, wieder schauen und reingehauen.